Freunde. Wir schreiben das Jahr, ich würde sagen, wo waren wir denn letztes Mal? 25 oder wo hatten wir gespielt? Dann würde ich sagen, sind wir jetzt so im Jahr 1927. Mittlerweile habt ihr einige Aufträge, einige kleinere Sachen für die PIS organisiert und gemacht und getan. Und es hatte sich im Nachhinein rausgestellt, dass der Howie da auch zugehört. Und der Howie ist halt euer Vorgesetzter bei PIS. Ja, nur so viel am Rand. Also wir werden Howie weiter erleben auf jeden Fall. Sehr gut. Und wir haben ihn alle lieben gelernt und von daher werden wir ihn mit Sicherheit wieder begegnen. Und so sitzt Mrs. Madeline Brown zu Hause, ihrem Wohnzimmer, am Tisch und trinkt gerade einen Tee. Dazu einen schönen Text vorbereitet. An einem kühlen Septembernachmittag im Jahre 1927 findest du dich in deinem gemütlich eingerichteten Arbeitszimmer wieder. Draußen malen die leuchtenden Töne von Gold und Rot ein herbstliches Bild auf die Bäume, während drinnen das Knistern des Kaminfeuers eine warme, einladende Atmosphäre schafft. Zurückgelehnt in einem komfortablen Sessel genießt du die sanften Klänge einer Schallplatte von Louis Armstrong, die leise durch den Raum schwingt. Das Leben scheint in diesem Moment perfekt, fast idyllisch. Die Luft ist erfüllt vom Duft frisch gebrühten Tees und die Seiten eines gerade gelesenen Buches liegen noch offen auf deinem Schoß. Doch gerade als du dich diesem friedvollen Nachmittag hingibst, wird die Ruhe durch ein unerwartetes Klopfen an der Tür unterbrochen. Dann stehe ich auf und gehe zur Tür und schaue vorsichtig hinaus, wer denn da draußen vor der Tür steht. Ja, du hast die Kette so vorgelegt und öffnest die Tür einen Spalt und du siehst, dass dahinter ein Bote steht, der gekleidet ist in die typische Uniform der Postzusteller. Guten Abend, Ma'am, Miss. Guten Abend. Ich habe ein dringendes Telegramm für Sie. Oh, na dann mache ich den Riegel auf, öffne die Tür. Ja, Sie müssten hier einmal unterschreiben. Ja, natürlich. Ich unterschreibe. Ja, und er würde dir das Telegramm in die Hand geben. Und das tue ich jetzt auch einmal. Bitteschön. Sender Anna Layton. Dringend. Stop. Benötige Hilfe in Darkwater Cove. Stop. Ungeklärte Krankheit und Wahnsinn breiten sich aus. Stop. Komm so schnell wie möglich. Stop. Anna Layton. Stop. Ja. Beim Lesen des Namens Anna Layton huscht ein leises Lächeln über deine Lippen. Eine Erinnerung an einen sonnigen Nachmittag, an dem ihr beide in einem ruhigen Park bei einem Picknick über Literatur und die Geheimnisse des Lebens philosophiert hattet, taucht vor deinem inneren Auge auf. Die Begegnung war flüchtig, doch irgendwie bedeutsam. Eine dieser seltenen, unerwarteten Verbindungen zwischen zwei Menschen. Doch Darkwater Cove, der Name lässt keine Glocken bei dir läuten. Wo mag dieser Ort sein und was könnte dort vor sich gehen? Die Fragen häufen sich in deinem Kopf, während das Telegramm in deinen Händen schwerer zu wiegen scheint. Langsam legst du das Telegramm beiseite und richtest deinen Blick wieder auf das knisternde Feuer. Die Musik im Hintergrund läuft weiter, doch dein Geist ist bereits meilenweit entfernt, verstrickt in die Geheimnisse, die in dem unbekannten Küstenort auf dich warten. Es scheint, als ob deine nächste große Untersuchung gerade begonnen hat. Und damit würde ich dich ins Spiel werfen. Ja, dann würde ich... Was haben wir jetzt gesagt? Nachmittag, Abend. Bitte? Es ist abends. Es ist abends. Ja. Dann würde ich mich hinsetzen, würde am Schreibtisch ein Papier rausnehmen, die Feder zur Hand nehmen und dann mir kurz Gedanken darüber machen, was ich Anna zurückschreiben würde. Knapp würde das Telegramm beinhalten,
Komme sehr gerne. Bitte genaue Anreiseinformationen, weil ich ja nicht weiß, wo Darkwater Cove jetzt genau liegt. Und in Australien wäre es mir eher ungewöhnlich. Ach so, du bist, ach so, habe ich vergessen zu erwähnen. Ihr seid nicht in Australien oder da, wo ihr normalerweise herkommt, sondern ihr seid irgendwo in Neuengland und habt dort euch in einer Stadt irgendwie versammelt, Boston oder keine Ahnung, irgendwo in Okay. Maine. Auf jeden Fall wohnt ihr jetzt alle in einer Stadt und nicht mehr da am Arsch der Welt. Und du weißt, dass Dark Cove halt auch irgendwo da in Neuengland liegt. Gut, dann würde ich ihr antworten, dass ich mich am nächsten Tag auf den Weg mache, um zu ihr zu reisen. Würde dann nur mein Köfferchen packen, mich zeitig dann zu Bett begeben und am nächsten Morgen das Telegramm am Bahnhof beim Postamt noch abgeben und mich dann auf den Weg machen. Mir ein Ticket kaufen, um mit dem Zug in die Richtung zu fahren. Willst du da alleine hinreisen? Nun, ich habe keine Ahnung, ob die anderen auch ein Telegramm erhalten haben. Wohnen wir jetzt in einem Komplex, wo ich jetzt sagen kann, ich gehe einfach mal rüber zu Emilia und klopfe an die Tür, ob Ja, sie. würde ich sagen. Ja. Ansonsten muss ich den anderen jetzt sagen, tschüss, und wir beide machen uns hier einen schönen Abend warm. Nee, alles gut. Nee, also wenn dem so ist, es würde jetzt alle so eine tolle Wohngemeinschaft haben und Tür an Tür wohnen, dann würde ich natürlich Ja, er wohnt da irgendwie in der gleichen Ecke. bei Emilia vorbeischauen und an der Tür klopfen. Wie ich höre, brüht sie gerade Tee. Ach, Madeline, du kommst perfekt. Ich setze gerade einen Tee auf. Ah, vorzüglich. Du hast einen Koffer dabei, willst du verreisen? Ja, tatsächlich möchte ich verreisen. Siehst du, ich habe dieses Telegramm bekommen von Anna Layton. Kannst du dich erinnern, als wir sie damals getroffen haben? Dunkel. Die Autorin. Ja, doch, doch, ich erinnere mich. Nun, sie scheint einen sehr interessanten Auftrag für uns zu haben. Es sind wohl wieder mal unsere besonderen Fähigkeiten gefordert. Oh, das passt mir gut. Ich habe gerade ein paar Tage freigenommen. Eigentlich wollte ich an meinem Werk weiterschreiben, aber es passt ganz gut. Ach, Hast manches du. Mal ist es doch vielleicht ganz gut, eine Auszeit zu nehmen, um dann die Gedanken wieder besser sammeln zu können, nicht wahr? Ja, doch. Lass mich das Telegramm doch selbst einmal lesen. Hast du die Herren schon gefragt, ob sie auch mitkommen? Nein, so weit war ich tatsächlich noch nicht. Ich war so aufgeregt, ich wäre schon beinahe ohne euch zum Bahnhof geeilt. Na, das wäre ja etwas gewesen. Warte, ich mach dir erstmal einen Tee. Danke. Willst du die Sehr Herren lieb von dir. anrufen? Ich habe jetzt hier Telefon. Oh ja, dann rufen wir sie an. Ich teile es mir mit zwei Nachbarinnen. Ja, na dann rufen wir doch Perry Esther an. Er ist doch immer für ein Abenteuer zu haben. Hier, mach du das. Ich kümmere mich um den Tee. Ja, Moment, die dann. Kameras sind versprungen, ne? Du Bin bist aus dem Bild gemutet? gerutscht, ohne aus dem Bild gerutscht zu sein. Okay. Keine Ahnung, was passiert ist. Meine Internetverbindung ist irgendwie instabil, schreibt er hier. Ach so, der Perry hat schlechte Internetverbindung. Ja, danke an Vodafone in diesem Zusammenhang. Läuft super hier. Ach ja, warte mal eben, wo muss ich hin? Nach da? So. Bitte? Ja, dann gehe ich zum Telefon und rufe Perry Esther an. Ja, dann Perry, dein niegelnagelneues Telefon klingelt. Perry ist etwas überfordert, weil es ja neu ist und ich gucke jetzt nochmal. Dann hörst du am anderen Ende so klappern erstmal. Und dann irgendwann, ja, Esther. Perry, Madeline spricht hier. Ah, hallo. Ich grüße dich. Wie geht's? Danke, gut. Und selbst? Ja, ich habe mir gerade ein neues Telefon gekauft. Mir geht's ganz gut. Ich richte mich hier gerade frisch ein. Ja, Emilia hat mir berichtet vom Telefon. Darum habe ich auch angerufen. Ich Ja. habe ein nettes Telegramm erhalten und ja, unsere besonderen Fähigkeiten sind Die wieder einmal Verbindung ist gefragt. gerade ganz schlecht.
Oje. Meine Verbindung ist gerade ganz schlecht. Es tut mir leid. Ich glaube, das liegt an dem Anbieter hier. Perry, können Sie mich noch hören? Ja? Ich habe ein Telegramm bekommen. Ja? Wir haben wieder einen Auftrag für unsere besonderen Fähigkeiten. Ja, wunderbar. Wer schreibt Ihnen denn? Anna Leighton, die Ach, Schriftstellerin. Anna, ja. Ich erinnere mich gut. Ja. Ja, Aber dann. wir sollen Sie in Darkwater Cove treffen. Emilia hat Tee aufgesetzt. Kommen Sie doch vorbei. Ja, Moment, ich muss nur eben kurz mir ein Jäckchen überziehen, dann komme ich. Okay. Bis Von Weitem gleich. rufe ich, er Bis wird gleich. Dr. Payne mitbringen. Ah. Ja, mache ich. Gut, dann Bis sehen wir dann. die Herren gleich. Ja, Bis bis gleich. gleich. Ich hänge auf und gehe dann aus der Haustür raus, klopfe gegenüber, also Wohnungstür raus, klopfe gegenüber bei Albert. Macht einen Morgenmantel, macht die Allball auf, so ein bisschen, was die Augen so noch zumacht. Was gibt es? Albert, wir haben ein Treffen mit den beiden Damen. Die haben ein Telegramm gekriegt von Anna. Wir sollen nach Darkwater Clove kommen und uns da einmal umsehen. Okay, ja, ich würde so ein kleines Fläschchen rausholen, mir was in die Nase schmieren. 5 Minuten. Ja, ich halte das so lange, sage ich. Und schmier mir auch was von der Nase. Und hoffe, das ist belebend und ja. Ja, es macht wach. Gut, ich gehe dann noch mal kurz zurück und meinen Panama-Hut, den hatte ich ganz vergessen, muss ich natürlich aufsetzen. Und dann gehen wir los, wenn du angezogen bist. Ja. Ja, so würdet ihr euch durch die ja, doch schon nächtliche Nacht aufmachen, so ein bisschen, ja, nicht so wirklich Regen hängt in der Luft, aber so fiese kleine Tröpfchen, die so, esse, wenn das so ist wie so Nebel fast, der deine Haut so benetzt und alles einfach nur kalt und eklig macht. Und so lauft ihr durch die Nacht zu zur Wohnung von Emilia Swan, glaube ich, habt ihr gesagt, wolltet ihr euch treffen, ne? Ja. Und kommt dann da auch nach 10 Minuten, einer Viertelstunde an und könnt euch dort dann treffen. Ja, ich habe unterwegs noch ein paar Pralinen besorgt und Blümchen. Das ist aber Lüg. Ja, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Das muss ja. Ne? So, und dann kriegt Orbert ein paar Blümchen für Madeline und Pralinchen und ich nehme ein paar für Emilia mit. Und dann klingeln wir. Bing bong. Ja, hallo, hallo Perry, hallo Hallo, Dr. hallo, Payne. hallo. Ach, Hier bitte, guten das ist für Abend. Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Hab ja auch noch was. Oh, vielen Dank. Aber das wäre doch überhaupt nicht nötig gewesen. Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen, ich denke, das ist Ja, schon wir in haben uns Ordnung. eine Weile nicht gesehen. Aber es scheint, es stehen uns wieder Abenteuer bevor. Das klingt interessant, deswegen sind wir jetzt auch noch mal rausgegangen. Ja, ich weiß, um diese Uhrzeit bei diesem Wetter. Ich habe jetzt nur von einem Telegramm gehört. Um was geht's genau? Genau, ich Setzen habe Sie das sich, auch nur setzen Sie so sich. kurz erzählt. Vielleicht resümieren Sie noch einmal. Ja, Anna hat mir dieses Telegramm geschickt und ich würde es den Herren vorlegen, sodass sie es dann auch lesen können. Emilia hat es ja auch mittlerweile schon gesehen. Und Genau, soll ich es noch mal ja, zeigen? das wäre schön, ja. bitte. Ach, der Riss hat es ja noch gar nicht gesehen, ne? Ne. Ja. Wurde es jetzt allen Spielern gezeigt? Ich habe es jetzt Jetzt. bekommen. Jetzt Okay, das gut. erste Mal, ja. Krankheit und Wahnsinn. Klingt beunruhigend. Dr. Payne, können Sie entsprechend Krankheiten behalten? Ja. Medikamente mitnehmen, falls es Ich nicht werde wirklich um eine eine kleine. normale Krankheit handeln sollte? Ich werde eine kleine Apotheke mitbringen. Wunderbar. Eine Krankheit und Wahnsinn. Nun, den Sollten wir wegen Wahnsinn des könnte man Wahnsinns vielleicht tatsächlich. doch auch Piss informieren, oder nicht?
Ja, Sie sollten vor allen Dingen sicher auch wissen, wo wir uns aufhalten. Ja, ich denke, es wäre kein Fehler, dies zu Also Miss informieren. Layton weiß halt so ein bisschen von den Sachen, die ihr so gemacht habt. Deswegen informiert sie euch eigentlich, ne? Weil sie Ja. halt weiß, dass ihr euch mit seltsamen Vorkommnissen und sowas beschäftigt. Ihr seid ja quasi jetzt so Mulder und Scully-mäßig unterwegs. Aber sie hat jetzt keine Ahnung von Piss, oder? Traurige ist, die Jüngeren wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, wer Mulder und Scully waren. Ja, weiß ich nicht, ob Kann ihr es sie. erwähnt habt oder nicht. Piss ist ja jetzt nicht super secret oder so. Nein, damals gab es ja jetzt auch kein Facebook, wo du jetzt schreiben konntest, hey Mann, wir sind jetzt Piss-Agenten oder so. Da war ja die Kommunikationswege waren ja noch etwas länger, sag ich mal. Naja, man kann Ja, ja vielleicht. trotzdem noch ein Telegramm beim guten Howie hinterlassen. Das würde ich auch meinen, dass wir Howie ein Telegramm schicken, damit er zumindest weiß, wo er uns findet. Okay. Ja, irgendwelche Vorbereitungen noch? Ja, das Köfferchen ist gepackt mit Kleidung und dem üblichen Notizbuch und Taschenlampe. Ja. Immer Meine ein kleiner Arztbuchse. Flachmann Alkohol und ein Feuerzeug. Ja. Mein kleiner Revolver. Der sowieso. Ist denn unser Bogen leer? Hast du da irgendwas Euer rausgenommen? Bogen, Ja. der müsste genauso sein, wie er vorher war. Boah, brauche ich nicht viel mehr. Inventar ist leer, aber die Waffen sind da noch drin. Gegenstände habe Ja. ich auch noch alle. Ja. Gegenstände habe ich Das keine. müsste, ich habe die einfach exportiert und importiert. Einzige, was ich gemacht habe, ist die Bilder geändert. Ich glaube, ich Ja. habe nie den Revolver offiziell gekriegt. Ich habe ihn auch nie benutzt. Ja, ich hab mir einen abgebrochen. Ich wollte ja irgendwie diese Waffen da importieren. Michaela, hattest du gesagt, du hast sie irgendwie schon so eingehämmert? Irgendjemand Nee, hatte mir nee, gesagt, er nee. hätte die. Ja, auf Ich jeden habe Fall Cthulhu wollte ich ein Online. Programm schreiben, womit das automatisch geht, aber irgendwie hat das alles nie hingehauen. Er hat mir zwar die Waffen alle automatisch angelegt, hat er die aber nicht gescheit ausgefüllt. Naja, ist egal, muss ich mir nochmal dran setzen. Ja, ich würde halt ein komplettes Arztköfferchen packen mit so den wichtigsten Medikamenten. Ja, ich würde sagen, schreibt euch das mal bei Ausrüstung und Besitz dann so rein, was ihr so einpackt und mitnehmt. Weil es jetzt doch etwas wichtiger wird, was ihr so dabei habt, denn die Sachen sind ja jetzt relativ. Und ihr könnt ja jetzt nicht einfach mal, was weiß ich, in Kairo auf den Markt gehen und euch die Sachen kaufen. Von daher guckt, was ihr so mitnehmt. Ja, wie mache ich das denn? Du gehst, wer wäre es gefragt, Michaela? Ja, nein, ich Gehst glaube, ich kriege es schon auf hin. Ausrüstung, Besitz, Gegenstand hinzufügen und dann kannst du hinten auf den Stift klicken und dann kannst du da das eingeben. Genau so. Jo. So, ich gucke mir mal an, was die hier so schreiben, damit euch nicht so langweilig wird zu Hause am Fernseher. So, der Payne hat einen Arztkoffer, eine Kamera. Und einen neuen Gegenstand. Hast du auch noch was Blaues mit und was Geliehenes? Natürlich. Und was Neues. Was braucht man noch? Und was Getragenes oder so? Ich bin ja nicht so der Experte. Borgtes, was Altes, was Neues und was Blaues, oder wie war das, ne? Ja, aber Blau ist auf jeden Fall. Und am besten noch einen Pfennig in den Schuh für die finanzielle Stärkung. Ja, mit dem Pfennig kommst du auch richtig weit. Natürlich. Heutzutage überhaupt. Hast du früher ein Ey. ganzes Brötchen für gekriegt? Ja. So, jetzt, da wir uns jetzt einfach alles reinschreiben können, Dynamit, ne? Nein. Nein. Warum nicht? Warum? Hast du aber noch nicht gelebt? Kein Dynamit. Ich habe schon mal überlegt, ob ich ein T-Shirt mache. Es gibt kein Problem, was nicht mit 5 Liter Benzin zu lösen wäre. Oder mit einem Kanister Benzin.
Sollen wir uns da jetzt nicht so, sage ich mal, die Alltagsgegenstände, sowas Ey, wie braucht die jetzt? Haarbürste und Zeugs Na, kaufen, so die eine jetzt Scheiße. nicht Also, aufschreiben, oder? also ne, wir machen jetzt nicht hier, ich packe meinen Koffer, aber so Sachen, die man jetzt so dabei haben muss, wo man dann so sagt, ja, habe ich aber, haha, die solltet ihr halt schon aufschreiben. Aber die Waffe zum Beispiel brauche ich jetzt nicht extra aufschreiben. Die ist ja Nein, bei die dem. ist ja bei Kampf drin. Ja. Wie kleinlich muss ich den Arztkoffer aufschreiben? Also muss ich Gar da nicht. Arztkoffer Verbandszeug hast du bei. Der brauchst du mir jetzt nur nicht sagen, du hast da irgendwie Dynamit drin, weil die Leute davon ruhiger werden, wenn sie das in der Hand haben. Nitroglycerin habe ich mit dabei. Glycerin kannst du dabei haben, ja. Nitroglycerin eher nicht. Schade aber auch. Mit denen haben wir noch irgendwelche Aber du besonderen musst. wichtigen Bücher? Du musst halt so sehen, dann brauchst du nur noch Nitro Naja, besorgen. in meinem Besitz ist immer nur das Al-Asif. Also ich habe die besonderen Bücher eigentlich mit, ja. Ich Das wäre dann überlege, aber auch interessant, ob du es mitnimmst, ne? Haben wir denn bei Das ist Pist wahrscheinlich was eines der Schönes? Wenigen Bücher, das ich tatsächlich immer dabei hätte. Das Al-Asif? Ja. Okay. Na Das hätte gut. ich vermutlich auch immer nur eingehend studiert, weil ja, der eine oder andere Zauber. Ja, dann können wir ja auch auf Dauer oder zum nächsten Mal nochmal gucken, ob wir da ein paar Zauber rausschreiben. Wird ja vielleicht auch mal interessant, wenn wir das so ein bisschen einsetzen. Also nachdem wir das gefunden haben, würde ich schon davon ausgehen, dass Emilia und Madeline das abwechselnd im Besitz haben, um es zu studieren. Okay. So, seid ihr dann soweit? Okay, ja, dann, ich weiß nicht, ich denke mal, ihr seid irgendwie, habt jetzt abends eure Koffer gepackt und dann würde es am nächsten Tag losgehen. Möchtet ihr irgendwie direkt zum Bahnhof oder noch irgendwas anderes vorher machen? Stange Ernte 23, müsst ihr auch noch einpacken. Hat sich dir einer aufgeschrieben? Ja, sicher. Sagt der Lord Glotz hier gerade. Da habe ich schon lange drin, Leute. Hast du aufgeschrieben? Natürlich. Ja, jo, hat der echt aufgeschrieben, Stange. Standard. Coca-Blätter, Brandwein, alles, was man braucht. Zippo, zwei Pullen Tequila, schön in der Dings, in der, boah, ich vergesse immer den Namen, ne? In der Prohibition, so. Ja. Muss ja was mit haben, wenn keiner was hat zu saufen, ne? Das ist das Problem, ja. Das ist wahrscheinlich aus Ägypten. Die ganze Kiste mitgenommen. So. Ja, wollt ihr noch irgendwas am nächsten Tag machen? Sonst würde ich euch zum Bahnhof schleifen. Aber ihr könnt natürlich gerne noch irgendwie... Das Telegramm an Howie würden wir nur losschicken. Okay, und in dem Telegramm an Howie steht dann was genau? Tiamo, das ist ein Code und der bedeutet, wir haben einen Auftrag. Neuen Auftrag. Ja. Tiamo. Genau. Darkwater Cove. Okay. Zeit, Wahnsinn. Okay. Und vielleicht irgendwie noch eine Anfrage an Informationen. Vielleicht von der Organisation dann selber. Vielleicht haben die ja welche. Ja, und wo soll er die denn hinschicken, wenn ihr nicht mehr da seid? Wahrscheinlich dann in der Poststation Darkwater Cove oder was? Okay. Oder wenn wir dann an Anna Layton. Okay, sagen, ja, auch, das könntet ihr machen. Gut, okay. Ja, dann würdet ihr am nächsten Tag mit euren gepackten Koffern zum Bahnhof reisen. Und ihr organisiert euch dort eine Reise nach Darkwater Cove. Und würdet dann dort in der Stadt ankommen. War es das? Das sieht, glaube ich, gut aus. Nach einer langen und beschwerlichen Fahrt im Zug seid ihr endlich, beziehungsweise ihr seid halt mit dem Zug in die nächste Stadt gefahren, in die größere, weil Darkwater Cove hat selber keinen Bahnhof und konntet dann von dort aus irgendwie mit einem Bus fahren und von dort aus seid ihr dann mit einem Schiff übergesetzt nach Darkwater Cove. Nach einer langen und schaukelnden Fahrt über das raue Meer seid ihr endlich in Darkwater Cove angekommen.
Die letzten Stunden habt ihr an Bord eines alten Fischkutters verbracht, dessen Kapitän sich während der Fahrt unaufhörlich darüber beklagte, dass der Fischbestand in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen sei. Mit jedem Wort des Kapitäns, das von den Wellen übertönt wurde, wuchs das Unbehagen in euch und euren Mägen. Nun, da ihr den festen Boden unter den Füßen habt, bietet sich euch ein trostloser Anblick. Der Hafen von Darkwater Cove ist ein Bild des Verfalls. Alte, verrostete Kräne ragen in den grauen Himmel, während die Arbeiter auf den Docks mit ihren grobschlächtigen Gesichtern und seltsamen Gangarten fast so schäbig wirken wie ihre Umgebung. Der Geruch von verrottendem Seetang und altem Fisch liegt schwer in der Luft. Über dem Hafen auf einer hohen weißen Klippe thront ein altes viktorianisches Haus, das einst vermutlich prunkvoll und majestätisch war. Jetzt jedoch wirkt es, als würde es unter der Last seiner vielen Jahre jeden Moment zusammenbrechen. Die Fenster sind größtenteils vernagelt und das einst stolze Dach scheint an mehreren Stellen Löcher zu haben. Sieht ja nicht gerade einladend aus. Ich wusste gar nicht mehr, dass Darkwater Cove auf einer Insel liegt. Nee, es ist keine Insel, es liegt an der Küste, aber der Weg dahin von der letzten Stadt war halt über das Schiff am besten zu erreichen. Ziemlich heruntergekommen hier, ja. Es wundert mich, dass sich Anna hierher verirrt hat. Was für eine Art Buch wollte sie denn schreiben? Ein Gruselroman? Ich habe nicht die geringste Ahnung, das ist im Telegramm nicht vermerkt gewesen. Genau, Anna Layton ist Horror und also die schreibt Horrorromane, Gruselgeschichten, mystische Dinge, solche, also aber Romane halt. Aber wenn ich mir die Umgebung so ansehe, passt das natürlich schon zu allem, was sie bisher so veröffentlicht hat. Ja, aber dass ihr das zur Inspiration braucht, wundert mich ja etwas. Sie ist ja eigentlich so eine feine Lady. Nun, wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt geendet sind. Oder was soll das heißen? Ach, denken Sie doch an unsere erste Zusammenkunft in Peru. Inzwischen bin ich Agent der Piss, also ich will mich ja nicht beschweren, nicht im Gegenteil. Ich würde das für mich als Aufstieg sehen. Natürlich, aber doch haben sich unsere Arbeitsumstände verändert. Na wenn ja, Sie es jetzt aus meiner Sicht sehen, von der Anthropologie oder von der Archäologie nun zur mystischen einer Forschung kann ich es jetzt irgendwie ja... Sie Investigation, wissen, nennen wir es Investigation. Ja. Genau. Nicht unbedingt ein Abstieg, das möchte ich damit auf keinen Fall sagen. Aber definitiv anders. Und dann einigen wir uns darauf, dass Anna hier offensichtlich eine andere Umgebung gesucht hat, als sie sonst bevorzugt. Definitiv. Und nun, so wie es aussieht, Inspiration scheint sie hier ja tatsächlich genug zu finden. Haben wir denn eine Adresse? War im Telegramm, glaube ich, nicht vermerkt, oder? Nein. Steht ja gerade auch im plattern Regen, ne? Ich dachte, wir stehen noch auf dem Schiff. Dann so irgendwo mal halt Unterstellung finden. Ihr seid halt abgestiegen vom Schiff und steht jetzt da quasi. Und der Regen ballert auf euch runter. Ihr seid klitschenass. Ja, dann suchen wir uns natürlich einen Unterstand, irgendwie einen Dachvorsprung. Sucht euch da halt so einen Dachvorsprung und stellt euch da runter und schüttelt da so den Regen ein bisschen ab und unterhaltet euch dann weiter. Bitteschön. Es ist ja fies. Wo sollen wir Fruchtbares zuerst... Fruchtbares Wetter. Sieht nicht aus, als gäbe es hier ein Hotel oder ähnliches. Sehen wir irgendwelche Leute, die noch mit uns vom Boot gegangen sind? Oder haben wir uns auf dem Boot erkundigen können, wo man vielleicht unterkommen könnte? Das habt ihr jetzt nicht getan, aber ihr seht, einige Seemänner laufen halt an dem Hafenbüro vorbei. Das Hafenbüro liegt halt so eine windschiefe Treppe hinauf oben in so einem höher gelegenen Stand, wo man halt den Hafen auch gut beobachten oder überblicken kann, und in diesem Hafenbüro scheint halt auch noch Licht zu brennen. Und die Seemänner gehen da dran vorbei und ihr hört irgendetwas von salziger Seemann, Gaststätte, und da wollen die anscheinend jetzt auch hin.
Ja. Da oben brennt noch Licht. Perry, wollen wir beim Hafenmeister noch fragen? Ja, vielleicht hat er ein Telefon und wir kommen über die örtliche Leitung an Annas Leitung heran. Ja, das wäre eine Idee. Ja, dann lassen Sie uns ruhig hochgehen, Madeline. Vielleicht Treppe warten wir nach hier oben. und achten auf das Gepäck. Danke, Emilia. Dann würde die Treppe hocheilen und da oben an der Tür klopfen und möglicherweise schauen, ob er gleich offen ist. Ja, ihr klopft oben an der Tür und ihr seht dahinter halt einen Mann stehen. Ah, Mister. Ich kann euch von dem auch ein Bild zeigen. Mr. Harländer. Ich ziehe den mal hier in die Mitte. Also ein Mann in seinen besten Jahren, der dort irgendwie zwischen seinen ganzen Akten ist. Warte mal. Also erstmal, während ihr euch dem Hafenbüro nähert, fällt euch die abblätternde Farbe an den Außenwänden und die morschen Holzbalken auf, die kaum noch das Dach zu stützen scheinen. Die schwere Holztür steht verschlossen da und durch das Fenster seht ihr einen überfüllten, unordentlichen Raum, in dem sich verstaubte Karten und Schiffsbücher stapeln. Ein alter, knarrender Holzfußboden knirscht unter euren Schritten, als ihr eintretet. Der Raum riecht nach altem Papier und Salz, ein Zeugnis der vielen Jahre, die dieses Büro überdauert hat. Ja, und der Mann dreht sich dann halt um und guckt, oh, guten Tag, der war da gerade in seinen Unterlagen vertieft und, ja, scheint da irgendwie Ordnung reinbringen zu wollen. Vermutlich ist er der Einzige, der da arbeitet, oder die anderen sind krank oder was, ihr habt keine Ahnung. Er scheint auf jeden Fall völlig überfordert zu sein. Entschuldigen Sie, dass wir Sie stören, Mr. Harlan, Harlan ist mein Name. Mr. Harlan. Das ist Madeline Brown und mein Name ist Perry Guten Tag. Astor. Wollen eine Freundin besuchen, aber wissen nicht genau, wo sie wohnt. Sie heißt Anna Layton. Anna Layton, Anna Layton. Muss mir das was sagen? Nein, aber wenn Sie vielleicht ein Telefon hätten, könnten wir vielleicht über die örtliche Vermittlung einen Kontakt herstellen und Adresse herausbekommen. Ich habe leider kein Telefon. Ja, doch, doch, natürlich habe ich ein Telefon hier. Hier, bitteschön, da können Sie es benutzen. Räumt so ein paar Bücher davon weg. Und würde euch dann das Telefon zur Verfügung stellen. Harry arbeitet Vielen sich Dank. etwas in die Technik ein und wählt dann einmal die Null. Jo. Hallo? Ja, Vermittlung? ja. Ja, Vermittlung hier. Mein Name ist Perry Astor. Ich rufe aus dem Büro des, sind Sie Hafenmeister oder sowas? Ja, Hafenmeister, Des genau. Ja. Hafenmeisters an. Ich Wo Darkwater benötige Cove. von Darkwater Cove. Ich benötige tatsächlich die Adresse von Anna Layton. Und wenn Sie die nicht herausgeben dürfen, könnten Sie mich trotzdem vielleicht durchstellen? Anna Layton in Darkwater Cove. Ich guck mal, ob ich da einen Eintrag habe. Nein, tut mir leid. Ich meine noch mal so, eben war noch eine Frauenstimme, jetzt spricht ein Mann, sehr seltsam. Nein, 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 nein. Nein, ich habe da leider keine Information für Sie. Das tut mir leid. Ich habe hier keinen Eintrag. Ah, nichts. Weder eine Nummer noch eine Adresse. Ja, genau. Vielen Dank, das ist natürlich schade. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, auf Wiederhören. Nichts, weder eine Adresse noch eine Telefonnummer ist dort hinterlegt. Gut, dann ist das Einzige, was übrig bleibt, dass sie vermutlich in einem der hiesigen Hotels oder Gasthäuser abgestiegen ist. Das wäre vermutlich auch unsere nächste Anlaufstelle. Sahlen, was gibt es denn hier für Möglichkeiten, unterzukommen? Sie könnten es im salzigen Seemann versuchen. Wir haben da ein paar Zimmer. Ja, und wie finden wir den? Sie müssen einfach nur dem Weg weiter folgen und dann die dritte rechts. Danke. Dankeschön. Sagen Bedanke Sie, mich nicht dafür. sind Sie der Einzige, der hier im Hafen noch arbeitet?
Jetzt zu dieser Zeit, nein, hier müssten mit Sicherheit noch andere sein, aber ich bin der Einzige hier im Dings. Wieso? Nein, es ist nur. Wahrscheinlich liegt es einfach am Wetter, aber der Hafen wirkte so irgendwie verlassen und trostlos und nun. Wir hörten, dass es hier scheinbar Probleme mit Krankheit gibt. Ja, eine Krankheit. Ja, hier ist, ja, wir haben ja Probleme mit einer Krankheit seit einigen Wochen. Aber was haben Sie Wie jetzt äußert damit? sich das? Ach, wisst ihr, erst wurde, ja, einige Leute wurden verwirrt, sag ich mal so. Sie, Verwirrt. ja, sie haben nicht mehr ganz richtig getickt, waren seltsam, haben wirres Zeug geredet. Und ja, die erste war, glaube ich, die alte Witherspoon. Sie fühlte sich erst nicht wohl und hat dann seltsames Zeug geredet. Sie hat dann irgendwann, kannte sie nicht mal mehr ihren Mann. Und eines Abends ist sie dann verschwunden. Und ja, am nächsten Tag hat man dann ihre Leiche auf den Klippen unten gesehen. Auf den Stein. Sie scheint sich von der Klippe gestürzt zu haben. Ach Gott, wie Ja, und furchtbar. andere bekommen Pusteln und eitrigen Ausschlag. Und das geht relativ schnell. Innerhalb spätestens einer Woche sind die Leute dann tot. Wie furchtbar. Und Miss Witherspoon war jetzt nicht vielleicht nun alt, so dass Ja, sie man. war eine Alte. Aber sie war normalerweise nie bekloppt. Sie lebte ganz normal mit ihrem Mann Henry zusammen. Und ja, sie war auch immer zu allen lieb und nett und hat gegrüßt und keiner hatte irgendwas gegen sie. Und dann, ja, traf sie dieses Schicksal. Aber vielleicht, wenn Sie da Interesse haben, können Sie am besten mal im Krankenhaus vorstellig werden. Dort wird man Ihnen mit Sicherheit mehr Informationen darüber geben können. Ah, sehr gut. Wo finden wir das Krankenhaus? Das sollte kein Problem sein. Hier in Darkwater Cove ist alles ziemlich übersichtlich. Das finden Sie Okay. schon. Und verzeihen Sie die Neugier, aber das Anwesen oben auf dem Hügel, das alles so überragt, wem gehört das? Die alte Ashcroft-Villa, meinen Sie? Ja. Ja, die gehört den Ashcrofts. Ist sie noch bewohnt? Sie ist wieder bewohnt. Sie Wieder war bewohnt. lange Zeit stand sie leer. Und seit wann ist sie wieder bewohnt? Das weiß ich gar nicht so genau. Seit einem halben Jahr oder einem Jahr. Die Zeit verfliegt hier so schnell, wissen Sie. Da Ja, die Zeit. verliert man schon mal schnell den Überblick. Gut, Aber warum? Was tut das nein, zur es ist. Sache? Ja, wir sind gekommen, um zu Reine. helfen, natürlich. Und vielleicht gibt es da einige Informationen, die wir benötigen. Ach so, okay. Wir haben einen Arzt dabei. Ja, das ist gut. Vielleicht können Sie helfen. Ich denke, dass dass Dr. Hart auf jeden Fall Hilfe gebrauchen kann. Den finden wir im Krankenhaus. Sie, ja. Nein, Sie, oh, interessant. Ja. Das ist ja selten. Ja, ja, es kommt nicht so oft vor, aber ja, aber sie wird bestimmt irgendwelche Informationen für Sie haben, um Ihnen weiterzuhelfen. Ist sie denn kompetent? Ja, das denke ich schon. Also, aber was würde mir zustehen, das beurteilen zu können? Ich habe ja selber keine Ahnung von der ganzen Thematik. Ich meine nur, weil ich meine, so als Frau ist er ja selten in dem Beruf. Ja, gut, aber also, ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Sie hat mir immer geholfen, bei meinem Ausschlag, bei meinem Ekzem. Na gut. Ich Vielen Dank. denke, ja.
Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht bei diesem verdammten Scheißwetter da draußen. Ja, wir werden zusehen, ein Zimmer zu bekommen. Ja, wie gesagt, also im salzigen Seemann ist bestimmt was frei. Die hat eigentlich immer was frei da. Die gute. Der gute Tom meine ich natürlich, nicht die Tom. Tom Knuckles. Nein, Quatsch. Jack ist der Inhaber. Entschuldigung, ich komme hier durcheinander. Ich kann mir den Namen so schlecht merken. Jack Sullivan, ein guter Mann. Sullivan. Ja. Okay. Er war auch gut. Mal Seemann. Deswegen kenne ich ihn von früher auch ganz gut. Also grüßt ihn gleich, wenn ihr zu ihm kommt. Oder grüßen Sie ihn gleich, wenn Sie zu ihm kommen. Ah ja, das machen wir schon. Also denn, haben Sie dann. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ich bin meistens hier anzutreffen, dann melden Sie sich ruhig, ja? Sehr gern. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Aufenthalt in Darkwater Cove. Vielen Dank, Sir. Danke sehr. Schönen und Abend. Eine gute Nacht, ja. Gute Nacht. Ja, und ihr würdet die Tür wieder öffnen und wieder in das regnerische... die regnerische Nacht hinaustreten und zurück zu euren Freunden eilen. Ja, wir sollten uns eine Unterkunft suchen. Besonders viel schlauer sind wir jetzt nicht geworden, aber das erzählen wir euch gleich. Wenn wir geradeaus gehen und dann die dritte rechts, da ist offensichtlich ein Gasthaus. Wo ein Gasthaus. Das Gasthaus, vermute ich. Ja. Ja. Zum salzigen Seemann soll es heißen. Und ja, Mr. Sullivan ist wohl der Inhaber. Vielleicht eilen wir uns etwas, Miss Swan. Ich weiß, es ist, aber wir sind eh schon nass. Kommen Sie hier mit unter meinen Schirm. Oh, vielen Dank. Geben Sie mir dafür Ihren Koffer. So. Oh, danke sehr. Lassen Sie uns schleunigst hier aus diesem Regen kommen. Ja, ihr wollt dann zum salzigen Seemann? Ja. Ja. Okay, der salzige Seemann. Während ihr euch der Gaststätte der salzige Seemann nähert, fällt euch sofort dort auch der abgenutzte Zustand des Gebäudes auf. Die knarrenden Schilder, die bei jedem Windstoß schaukeln, und die düsteren Fenster setzen den Ton für das, was euch innen erwartet. Als ihr die Tür öffnet, schlägt euch eine Welle aus Tabakrauch, Schweiß, billigem Alkohol und dem unverkennbaren Geruch von Schnaps entgegen. Was darauf hindeutet, dass sich hier niemand wirklich um die Prohibition zu kümmern scheint. Der Raum ist schlecht beleuchtet mit einer Reihe von wackeligen Holztischen und einer langen Bar, hinter der ein mürrischer Barkeeper Gläser poliert. Trotz der runtergekommenen Atmosphäre ist der Raum voller Leben. Laute Gespräche hallen durch den Raum und hin und wieder hört man das Klirren von Gläsern. Und ihr seht halt, dass da einige Seemänner untergekommen sind, die vielleicht hier Halt gemacht haben, um Zwischenhalt zu machen, um Waren aus- oder einzuladen. Würde ich nicht sagen, wie gesagt, und da steht ihr jetzt. Kümmere mich um die Zimmer eben. Ja. Das Perry, und ich gehe da mal zu der Theke hin. Ja. Und da, guten Tag, Sir. Mr. Sullivan? Hi, Sullivan, mein Name. Und mit wem habe ich hier die Ehre? Mein Name ist Astor. Ich soll Sie schön grüßen vom Hafenmeister. Er hat uns hierher gelotst. Oh, Mr. Harlan. So ja, ein guter Mann. Er sieht nicht aus... Wir sind Zimmer. Leider völlig durchnässt. Was ist mit dem guten alten Smalltalk passiert? Ja, dann können wir gleich gerne, können wir gleich fortsetzen, wenn wir trocken geworden haben. Ah, okay, da haben Sie natürlich recht. Wie viele brauchen Sie? Zwei Zimmer werden nett. Zwei für die Herren und die Damen? Oder nein. Wollen Sie lieber gemischte Zimmer? Nein, um Gottes Willen, Sir, ich bitte Sie. Ja, das war auch nur ein Test. So, er dreht sich um und nimmt zwei Schlüssel von der Wand und, also von so einem Haken, von so einem Brett, und gibt euch die. Das macht, Dollar die Nacht. Ja. Wollen Sie es im Voraus haben schon? Abreise. Wir können jetzt auch morgen per Abreise machen. Ja. Die werden wir doch wohl nicht abhauen, oder? Bei dem Wetter gerade. Nein, also sehen Sie erstmal zu, dass Sie in die Zimmer kommen und ziehen Sie sich um. Und dann, wenn Sie trockene Klamotten haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich dazu uns gesellen und den Abend noch mit uns. Haben Sie auch noch was Warmes zu essen? Wir haben natürlich noch was Warmes zu essen. Naja, ich kann da noch mal was. Also eigentlich ist die Küche schon zu, aber ich könnte noch was zaubern. Das wäre schön. Zaubern Sie uns doch bitte viermal was richtig Schönes, die Seelen erwärmt. Ja, ich guck mal, was sich da machen lässt. Alles klar. Gut, vielen Dank, Sir. Nicht dafür. Dann wünsche ich einen guten Aufenthalt. Danke, Sir. Ich gebe einen Schlüssel den Damen.
Ich habe Oh, jetzt der danke Einfachheit schön. halber zwei Zimmer gebucht. Ich denke, das ist in Das Ordnung. hat noch jedes Mal Ja, funktioniert, wunderbar. Perry. Wunderbar, danke schön. So, Albert, wir gehen auch auf eins. Jo. Und so geht ihr die knarzenden Treppenstufen hinauf, und es erinnert euch ein bisschen an das lachende Pferd aus Schottland, oder Schottland, nee, das war so, ihr Mittel. wisst, was ich meine, Mittelengland da irgendwie. Ja. Und bezieht dann da eure Zimmer. Es ist runtergekommen, es ist alt, aber es hat auch irgendwie Charme und es ist, Warum? Das ist das Entscheidende. Zimmer sind warm, aber auch jetzt nicht unbedingt dreckig, sondern einfach nur runtergekommen. Unten sah es schon ein bisschen Schmierig. männlich aus, sag ich mal so. Also ich finde, Herr Albert, wir haben es ganz gut getroffen, wenn ich mir das so ansehe. Albert ist sprachlos. Bitte? Du bist Danke, sprachlos, sag wir haben ich. es gut getroffen, wenn ich mir das hier so ansehe. Es ist wieder ein uriges Räumchen auf jeden Fall. Ich habe gar nicht gefragt, naja, vielleicht ziehen wir uns erst einmal was Warmes, Trockenes an. Und da können wir ja fragen, ob hier Anna Layton dem Herrn ein Begriff ist. Gerne doch. Ja. Also wir würden uns umziehen und dann wieder runter. Möchten die Damen noch irgendwas bespielen, besprechen? Ich glaube, wir würden uns auch in unser Zimmer machen. Erstmal gucken, dass wir die Ihr macht in Sachen euer Zimmer? machen Ja, wir uns machen, in dass wir in unser unser Zimmer. Zimmer kommen. Erstmal die nassen Klamotten, Kleidungsstücke auszukriegen. Ziehen uns um. Wir legen uns trocken. Ja, gut. Ihr müsst euch da so ein bisschen gegenseitig aus den nassen Klamotten helfen. Und schmeißt euch dann auch in was Warmes, Trockenes. Und würdet euch dann nachher wieder alle zusammen unten treffen. Sehen wir die Herren schon, wenn wir runterkommen? Das könntet ihr machen, ja. Dann würden wir uns doch zu ihnen an den Tisch setzen. Jo, ihr setzt euch dahin und nach einer Zeit kommt Jack Sullivan auch zu euch. Na, da sehen Sie ja gleich viel besser aus. Ja, das Wetter ist momentan wirklich, wirklich miserabel. Hatten Sie denn eine gute Fahrt hierhin? Sind Sie gut angekommen? Ja, das Etwas sind. holprig über das Meer, aber Ja, dem Wetter geschuldet. der Seegang gerade jetzt zu dieser Zeit ist halt schon, ist nichts für Landratten, sag ich mal so. Ich weiß ja Würden nicht, Sie ob Sie die uns Seefahrt gewohnt sind. für die Rückfahrt den Landweg empfehlen? Macht das einen großen Unterschied? Ich bin ein alter Seemann, von daher würde ich euch Ihnen immer empfehlen, den Seeweg zu nehmen. Aber vielleicht warten Sie da doch besseres Wetter ab. Ja. Apropos besseres Wetter. Wir hatten auch schon vom Hafenmeister gehört, hier ist irgendwie eine Krankheit am Rumgehen. Ach so, ja, die Geschichte. Ja. Schlimme Sache. Die Leute die drehen durch. Der eine gewischt ist und dann, die sind im einen Moment noch völlig normal und im nächsten Moment ticken die auf einmal völlig aus oder wissen ihren Namen nicht mehr und stottern nur noch rum und sabbeln. Einige sind so verwirrt, dass sie einfach mitten in der Nacht abhauen und man sieht von denen nichts mehr. Ja, und andere, die kriegen dann halt diese Pusteln und so. Ekelig. Werden die dann Tja. auch verwirrt, die Pusteligen, oder? Ja, auch, aber nicht so schlimm wie die nur verwirrt sind. Aber die Pusteln, die sind total eklig. Das sind so dicke, gelbe Pusteln und nach einer Zeit platzen die dann auf und so ein dicklicher, gelber Schleim kommt dann da raus. Also wirklich nicht schön. Das Da klingt, fragt als man hätten. Entschuldigen Sie. sich, ob man lieber bekloppt wird oder die Pusteln kriegt. Also ist beides irgendwie nicht ganz so cool. Gibt es denn einen Arzt, der hier die Leute untersucht hat oder was? Oder Es gibt ein Krankenhaus. wissen Sie, ob er Dr. Hart arbeitet dort. eine Frau, insistiere ich dann noch einmal und sage das zu Orbit, selten. Ach, Jennifer ist gut. Ja. Ich weiß, glaube ich, nicht Jennifer. Hat die einen Namen, wenn die keinen Vornamen. Nee, Emily heißt sie, schade, sonst hätte man die Jennifer Hart genannt. Ja, vielleicht bringen Sie uns erstmal etwas Wärmendes, einen Meißner Kaffee oder so etwas. Ein was?
Ein Kaffee mit. Ach so. Ja, ein Kaffee mit. Ja, du siehst ja, dass sie da alle Bier trinken und so, ne? Also. Ja, aber Schnaps halt, sag ich dann. Ja, die haben auch Schnaps da. Ein Kaffee mit Schnaps. Brandy, wenn Sie Ach haben. so, ja, okay. Gut, ja, mache ich sofort fertig. Und er geht dann und macht dir da einen Kaffee mit. Also, wo wollen denn überhaupt die Damen? Kommt der nochmal zurück? Und der Herr? Für mich ein Bier. Bier und die Damen? Ein Tee wäre schön. Tee. Ja, auch ein Tee. Vielleicht sogar ein Grog heute. Okay. Und ich mache eine Kleinigkeit zu essen, ne? Weil sie wollten ein bisschen was Warmes haben, Ah, ne? perfekt, Okay. ich und dein Schatz. Ja, Danke okay. schön. Und er geht halt weg und fängt da jetzt an zu machen. Ja, und dann geht irgendwann, ihr sitzt da halt so und unterhaltet euch und die Tür geht auf und der Polizeichef kommt rein und begrüßt alle und die sagen, hey, Chief, setz dich und ja, auch dem scheint die Prohibition relativ kackegal zu sein. Gut, das ist ja ein sehr liberales Fleckchen hier. Der scheint ja fast charmant und aufgeschlossen zu sein im Vergleich zu so manch anderem seiner Eidgenossen. Vielleicht sollten wir uns bei ihm mal über die hiesige Situation informieren. Scheint ja, wie haben Sie erzählt, sogar eine Leiche gegeben zu haben? Sollten wir einfach auch jetzt Ja. erstmal versuchen, Anna zu finden. Ich bin Ich immer noch wollte auch erstaunt. vorschlagen, ihn zu fragen, ob er vielleicht etwa weiß, wo Enna ist. In Ja, einem dann lassen Sie mal kleinen Ihren. Dorf wie dem hier wird es jetzt wohl nicht so Dann lassen schwierig Sie doch sein, mal Ihren sie zu weiblichen finden. Charme spielen, während wir dem Ganzen zuschauen. Gut. Dann probieren wir es doch mit Charme. Madeleine würde aufstehen und zu dem Officer hinübergehen. Okay, dann ja, spiel das mal aus. Guten Abend. Oh, guten Abend. Madeleine Brown. Miss Brown. Ich bin Chief Walter O'Donnell, der Polizeichef. Entschuldigung, ich bin ganz verwirrt. Ich habe Sie noch nie gesehen. Sind Sie neu hier in der Stadt? Setzen Sie sich doch, bitte, bitte. Oh, danke schön. Würde tatsächlich mich dorthin setzen. Ja, heute Nachmittag mit meinen Bekannten hier angekommen. Wir wollten eine gemeinsame Freundin besuchen. Aha, interessant. Anna Layton. Sagt Ihnen der Name etwas? Ach, die Autorin. Ja, das sagt mir was, Ja. natürlich. Ja, sie ist Wissen ja jetzt Sie, wo wir schon. sie finden können? Oh ja, sie lebt in der Mistwood Cottage. Es ist Mistwood Cottage. außerhalb der Stadt. Wie kommt man dort am besten hin? Gibt es hier so Nun. etwas wie ein Also zu Taxi oder? Fuß läuft man ungefähr 20 Minuten. Aber hier, der gute Jack hat ein Auto. Vielleicht kann er sich ja morgen hochbringen. Ah, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Jack Sullivan. Naja, hier, Jack, ja. Okay, na, dann werde ich ihn fragen. Das war wunderprächtig von Ihnen. Vielen Dank für Der Ihre kommt jetzt Hilfe. auch gerade da zum Tisch und sagt, ah, Chief, was darf es denn sein? Ach, hey Jack, wie immer, aber hier die Dame hatte eine Frage. Ja, der Chief war so nett und hat gemeint, Sie haben einen Wagen. Vielleicht könnten Sie uns morgen zufällig zum Cottage rausbringen? Unsere Freundin soll dort draußen wohnen. Boah, morgen ist schlecht. Ich habe so viel zu tun. Wäre es denn vielleicht möglich, den Wagen zu leihen? Nein, 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 Ich würde nicht fahren damit. Ich würde Nein, natürlich nein, nicht nein, die nein, nein, Ferry an fahren meine lassen. Bärbel darf niemand ran. Bärbel würde per se auch tatsächlich nur von Mr. Estor gefahren werden. Er ist Nein, 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 nein. perfekter Also, Autofahrer. mach mal eine Überzeugungsprobe oder sowas. Arm oder. Bekennen Sie sich dem Ford Modell Bärbel? Jo, Geht boah, doch. Alter. Eine
Die Rai hat sie gewürfelt, seht ihr, glaube ich, noch nicht, weil der Chat da oben hängt doch, noch. Ich seh's. Ja, ihr seht ja, aber der Chat ging's nicht. So, La Taberna RPG hat mit 19 Leuten geradet. Herzlich willkommen, Freunde. Wir spielen hier gerade Call of Cthulhu. Wir sind gerade in Darkwater Cove, einer Stadt in Neuengland, angekommen, die in Dunkelheit liegt, in der eine Seuche ihr Unwesen treibt. Und unsere Freunde sind gerade angekommen im Gasthaus und versuchen da eine Freundin zu treffen, die Autorin ist und sich dort zurückgezogen hat, um eine Horrorgeschichte zu schreiben. So, ja, du säuselst da ein bisschen rum mit Mr. Sullivan und der guckt halt und sagt, na gut, ich mache eine Ausnahme, ich werde sie irgendwie dazwischen quetschen können. Wahrscheinlich nach dem Frühstück, wenn ich alles weggeräumt habe und vielleicht können sie mir beim Abwasch helfen, dann könnten wir los. Dann habe ich vielleicht. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir sehr gerne, wenn Sie sich doch so bereit dazu erklären, uns zum Cottage zu bringen. Das wäre hervorragend. Okay, dann halten wir das so fest. Dann gibt es morgen früh Frühstück und dann helfen Sie mir alle ein bisschen beim Wegräumen und dann finde ich bestimmt Zeit, um Sie hochzubringen. Ja, sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und Chief, Ihnen auch vielen Dank. Ach so, Ihr Essen ist gleich fertig. Ich bringe es sofort rüber. Danke, danke. Er kommt an mit einem Tablett und stellt es euch hin und auf dem Tablett sind Toastscheiben. Toast, ihr seht so ein bisschen Salami, da raushängen an der Seite. Oben drüber so ein Scheibenkäse, wahrscheinlich Gouda. Und oben drauf noch ein Toastbrotscheibe in Dreiecke geschnitten, mit so ein paar Tomätchen dabei, ein paar Gürkchen. Und hier, das sind unsere Seemanns-Toasts. Sehr gut, sehr einfach in der Zubereitung, sehr köstlich im Geschmack. Pass auf, ist noch ein bisschen heiß, nicht, dass sie sich verbrennen an dem Käse. 2 Minuten köstlich warten, dann ist aus. Die perfekt. Köstlich. Dankeschön. Das Rezept sollten Sie unbedingt mal preisgeben. Da gibt es ja nicht viel preiszugeben. Ja. Gut, ihr guckt euch so in der Taverne um und euch fallen da einige Leute auf, die da sitzen. Ich zeige euch mal das Bild und mache es mal ein bisschen größer für den Chat auf jeden Fall. 7 war es, glaube ich. Oh, mach mal größer. Ist er größer geworden? Ja, so ist schon groß. Ja. So ein paar Saufbolde, die wahrscheinlich da jeden Abend abhängen, stehen da. Und unterhalten sich und lachen und haben Spaß zusammen und was weiß ich. Und ihr hört die halt dann auch sagen, die Frau nennt den älteren Herrn rechts halt Knuckles und er nennt sie Möwe und der andere scheint einfach nur Eddie Bauer zu heißen. Kann man denn so ein bisschen was ausmachen, worüber sie reden, wenn sie halt so betrunken rumlagen? Über alles Mögliche, was da gerade los ist. Ihr hört so ein bisschen, dass sie über die Krankheit philosophieren. Ihr hört, dass sie über verschwundene Leute reden, dass die über die See sprechen und dass ja seltsame Kreaturen in der See hocken und all solche Sachen. Wenn wir das Essen aufhaben, sollten wir vielleicht mal das Gespräch mit den Einheimischen suchen hier. Ja, das hat sich noch immer bezahlt gemacht, mit den Einheimischen zu sprechen. Auch wenn sich so manches nach Seemannsgarn anhört. Erinnern Sie sich nicht, dass der Hafenmeister auch Knuckles erwähnte erst? Er vertat sich doch mit dem Namen. Vielleicht stimmt. Ja. Vielleicht sollten wir direkt mit ihm sprechen. Boah, guck mal, ich kann euch das sogar in groß zeigen. Oh. Mega. Die sind geil, oder? Ja. Der Linke war mal irgendwann Krieger in der Fantasy-Welt. Ich wollte gerade sagen, der erinnert mich an einen bekannten Drachentöter irgendwie. Etwas abgealtert. Wahrscheinlich. Ausgang, wenn die Börse leer ist. Wie hieß der noch? Mit Vornamen Brot? Genau. Ja. So. Ja. Liebe Grüße an der Stelle, er wird uns verflucken. Nee. Endet in so einer Strickjacke, das ist traurig. Okay, dann gehen wir nach dem Essen rüber, mal, oder würde ich sagen. Ja. Schlendern da mal rüber. Guten Abend.
Damen und die Herren. Mein Name ist Perry Esper. Hallo. Der Wortartige guckt so ein bisschen abweisend, schüchtern. Der ältere Herr scheint halt sehr aufgeschlossen zu sein. Und die ältere Frau ist, die guckt halt auch neugierig. Guten Abend, ihr seid nicht von hier, oder? Nein, wir sind zugereist. Wir wollen eine Freundin besuchen, die hier in der Nähe wohnt. Okay, wen wollen Sie denn besuchen? Anna Layton. Anna Layton? Anna Layton, ist das nicht diese Autorin, diese berühmte, die sich hier zurückgezogen hat, um ein neues Buch zu schreiben? Ja, sie sucht offensichtlich ein paar Inspirationen hier in der Gegend. Aha. Ein hübsches Ding ist sie. Aber man sieht sie nicht so häufig in der Stadt. Ab und zu mal in der Bibliothek. Aber ansonsten eigentlich eher selten hier. Ja, sie wird sicherlich am Schreiben sein, denke ich. Ja. Sie müssen entschuldigen, wir sind hier gerade erst angekommen, aber wir hörten davon, dass hier eine Krankheit grassiert, die zum einen den Wahnsinn auslöst, zum anderen tödliche Geschwüre. Haben Sie davon auch was gehört, ja? Ja, ich habe ja auch so einen Furunkel und die Alte zieht so ihr Hemd hoch und zeigt dir so oder irgendwie so einen üblen Pickel, den die da hat. Ich glaube, aber ansonsten haben sie ja noch recht rosige Haut in ihrem Alter. Ja, ich habe ja auch immer alles, das ist die Seeluft, die tut gut. Da kriegt man keine Falten. Ich habe ihren Namen gar nicht mitbekommen, Entschuldigung. Also ich bin Maggie O'Dell, aber alle hier nennen mich nur die Möwe. Das passt natürlich, das ist ja ein speichelnder Spitzname. Wissen Sie denn, einer von Ihnen vielleicht, oder gibt es Gerüchte, wie sich diese Krankheit ausbreitet? Dann mischt sich der ältere Herr ein. Man munkelt. Also, die Ärztin meint, dass sie sich über die Luft oder über das Wasser ausbreitet, aber ich glaube das nicht. Wisst ihr, ich glaube, das stammt von dem alten Fluch. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Der alte Fluch, den die Ashcroft-Familie über das Dorf gebracht hat. Naja. Erzählen Sie mir, Mr. Knuckles. Na, was soll ich dir erzählen? Reiche Arschlöcher, die sich da oben breit gemacht hatten. Aber sie sind eines Tages plötzlich verschwunden. Hatten ihr Geld mit dem Sklavenhandel verdient. Ja, geschieht ihnen recht. Ja. Und eines Tages waren sie alle plötzlich weg. Mitsamt ihres Personals. Und auch die Sklaven. Es wurde keiner mehr von ihnen gefunden. Seitdem stand dieses Haus dort oben leer. Ja, und jetzt seit etwa einem halben Jahr, da ist das Haus wieder bewohnt. Und komischerweise geht damit plötzlich das Ausbrechen einer Krankheit einher. Seltsam, oder? Finden Sie nicht? Nein, das sind Indizien, die für sich sprechen, Mr. Knuckles. Wer bewohnt es denn jetzt? Auch ein Ashford, oder? Ja, Ashcroft. Ja, er ist wohl irgendwie ein Engländer, der mit der alten Familie verwandt ist. Und der scheint irgendwie von diesem... Vielleicht hat er es geerbt von seinem Vater oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich da niedergelassen. Und er lässt sich hier aber nicht sehen. Ach, selten. Er kommt schon mal runter ins Dorf, um Besorgung zu machen. Ein recht hagerer Kauz. Seltsam. Dunkler Typ. Dunkle Seele, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh ja, dunkle Seele. Ja. Ich würde ihm keine 5 Meter trauen, wenn ich Sie wäre, Mister. Wie heißen Sie eigentlich? Nennen Sie mich Perry. Perry, Mr. Perry. Mr. nicht, Mr. Estor wäre richtig, aber lassen wir das doch weg. Wir sind doch hier unter uns. Ich bestelle noch eine Runde, wenn es ihm recht ist. Oh, das hört sich gut an. Das hätte dieser Mr. Ashcroft wahrscheinlich nie getan. Er ist auch ein komischer Kauz. Haben Sie schon von ihm gehört? Nein, eben gerade durch Sie. Aber ich denke, dass Sie hier durchaus ein scharfer Beobachter sind, Mr. Knuckles. Ja, und wie geht es Ihnen, Mr. Den Namen hatte ich noch nicht. Eddie Bauer. Mr. Bauer, hallo. Ja.
Ach, mein Bein macht mir Sorgen, ich kann kaum auftreten. Oh, ich habe hier meinen Freund, Mr. Payne, der Dr. Payne, der ist Arzt, der könnte da einmal draufschauen. Ach, mit Quacksalbern habe ich nichts am Hut, Er ist daran kein glaube ich nicht. Quacksalber, ein sehr Daran glaube versierter ich Arzt. nicht. Die brauchen nicht glauben. Wissen Sie was, mein lieber Freund? Wenn Sie Schmerzen haben, hat er einen ganz tollen Koffer, aus dem er Pillen und Sachen rausholt, die Ihnen die Aha. Schmerzen vergessen machen. Okay. Was haben Sie denn da, Mister? Bin ich denn da? Gott, wir sind ja alle Ich da. denke mal, oder? Ja, klar. Ja, kleine Pillen. Ich hatte im letzten Kontakt mit nach Indien. Ja, da haben die mir was rübergeschickt. Dann zeig doch mal deinen Koffer. Mach doch mal auf, Junge. Lass mich doch mal einen Blick reinwerfen. Ich würde dem halt einfach aus dem kleinen Köfferchen würde ich was rausholen und ihm so ein kleines Fläschchen geben mit so 10 Pillen oder was da drin sind. Eine Pille pro Abend und der Schmerz ist weg. Na, dann werde ich das mal ausprobieren. Jack, bringst du mir noch einen Doppelten? Ja, klar. Eddie, kommt gleich. Und er bringt Eddie noch so einen Doppelten und Eddie nimmt halt so eine Pille, wirft die ein und knallt die halt mit dem Doppelten runter. Und wie lange dauert das jetzt, bis das hilft? Na, lassen Sie mich kurz gucken. 5 Minuten sollte spätestens reichen. 5 Minuten. Ja, ich bin gespannt, Mister. Wie heißen Sie eigentlich? Hey, hey. Payne. Payne, passt ja. Payne. Ja, aber was treibt Sie hier nach Darkwater Cove? Was wollen Sie hier? Warum Ja, verirren sich? wir wollten zu Anna Leighton, als Freundin von uns, und sie Ach, sagte, die Autorin. Ja, genau. ich hatte das ja gerade schon mitgekriegt, stimmt. Ja, sie wohnt draußen am Wald, am Waldrand. Da Können ist Sie uns den Weg dahin eine beschreiben? Cottage, bitte. Können Sie uns den Weg dahin beschreiben? Ach, das ist nur die alte Oststraße runter. Das kann man gar nicht verfehlen. Hier ist ja auch weit und breit sonst nichts anderes. Na, perfekt. Das Krankenhaus, was hier aus sein soll, wo finden wir denn Ja. das? Bitte? Das Krankenhaus, wo finden wir das? Ja, das ist direkt gegenüber von der Bücherei. Also der Bibliothek. Oh, Madeleine, es gibt eine Bibliothek. Eine Bibliothek? Emilia, hast du das gehört? Es gibt hier eine Bibliothek. Wunderbar. Wir sollten Können uns wir uns mit unbedingt örtlichen ansehen. Geschichten eindecken? Ja. Und wenn ich das richtig gehört habe, hat Mr. Nagel, Sie haben gesagt, dass die Ashcrofts einen Fluch über das Dorf gebracht haben. Was erzählt man sich darüber? Ja, wie gesagt, da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie haben ihr Geld gemacht, ich denke mal mit finsteren Geschäften. Vermutlich haben sie irgendwelche Pakte mit Teufeln geschlossen oder sowas, mit Dämonen. Ja, und das wird ihnen zum Verhängnis geworden sein. Wissen Sie, dass die alten Küsten hier in Neuengland sind tückisch. Hier sind schon mal Lichter über dem Wasser, die Schiffe in die Irre führen. Es gibt wispernde Wälder dort draußen mit Irrlichtern, die euch in tiefe Schluchten locken. Und es wurden auch einige Artefakte hier in der Gegend gefunden, die seltsam sind. Also, Sie sehen, wissen Sie, wenn ich von Artefakten spreche, dann meine ich nicht irgendein alter Dolch oder eine Spitze der Indianer, die hier gelebt haben, vielleicht früher. Sondern ich meine wirkliche Artefakte, die sind seltsam. Sie sehen nicht aus, als wenn sie von Menschenhaut geschaffen worden sind. Nicht von Menschenhaut, von Menschenhand, meine ich natürlich. Deutscher Versprecher. Ja, und wo kann man diese Gegenstände begutachten? Gibt es so etwas wie ein Museum? Ja, ein Museum nicht. Einer das größte Artefakt steht drüben in der Bibliothek. Einer Glasvitrine. Und die anderen? Sind sie in einer Kirche oder wo Ah, kann sie man die wurden finden? teilweise fortgebracht. Ah, okay. Oh, wie schade. Haben Sie Nein, Emilia, selber ich auch schon mal denke. eins gefunden, oder? Ach, Knuckles, du erzählst doch Blödsinn, mischt sich Eddie Bauer ein. Ja, das große Artefakt in der Bücherei, aber ansonsten habe ich hier noch keins gesehen. Ich glaube eher, dass das Geschichten von Wichtigtuern sind, die sich dort einmischen wollen.
Und die sagen, sie hätten irgendwas gefunden und oh, ich habe auch was gefunden. So ein Vergleichsding irgendwie. Jeder will ja der Beste sein und sich brüsten. Was ist denn Ihre Theorie zu dieser Krankheit? Fragst du den Bauer oder was? Ja, nun, also, ich weiß nicht. Die Leute hier drehen durch. Das kommt daher, weil es so lange dunkel ist und das Wetter so verdammt mies ist. Da kann man schon mal durchdrehen. Ist das Wetter denn anders als sonst zu dieser Jahreszeit? Bitte? Ist das Wetter anders als sonst zu dieser Jahreszeit? Nein, das Wetter ist immer so scheiße und die Leute sind schon immer durchgedreht. Robert, schau dir mal sein Bein etwas genauer an. Nicht, dass der auch diese Krankheit hat. Ich würde mal fragen, ob er mal sein Bein frei machen kann. Die Tabletten sollten übrigens mittlerweile schon so langsam angefangen zu wirken, ne? Also Ey, ich jetzt. zieh mich doch jetzt hier nicht aus, Junge. Nein, du sollst das Bein Aber holen. das Das Bein ist schon viel besser und der tritt so auf. Ja, ich spüre die Schmerzen gar nicht mehr. ja, dann zeigen Sie mal. Einfach nur das Hosenbein hochheben. Ja, er hebt jetzt so ein bisschen hoch. Mal untersuchen. Nee, sieht alles relativ normal aus. Was ist Ihnen denn da passiert, dass Sie sagen, wir haben so Schmerzen am Bein? Ach, es kam eine Welle vom Backbord und hat das Schiff nach oben katapultiert und in dem Moment ist ein Fass umgeknallt und hat mir direkt die Kreuzbänder durchgehauen. Und seitdem, ja, man konnte wieder alles flicken, aber es ist nie wieder so gut geworden, wie es mal war. Das ist natürlich schrecklich. Was Naja. ist, also, ja. Sie sagen, die Leute sind immer schon durchgedreht. Auf unserer Überfahrt mit dem Schiff hat der Kapitän gemeint, dass die Fischbestände so wenig geworden sind. Können Sie das auch bestätigen? Oh ja, auf jeden Fall. Die Fischbestände sind viel schneller zurückgegangen, als es vorher noch war. Die wurden schon vorher weniger, aber seitdem diese Villa da oben wieder bewohnt ist, gehen die Ergebnisse der Fischer fast gegen null. Seit die Villa bewohnt ist. Aber Seit was der hat wieder die da Villa ist. auf Was Sie weiß ich, meinen er hat den Fluch Eschborn? wieder zurückgebracht. Also sagt der Knuckles, ne? Der andere ist ja ein bisschen. Wenn Sie Schon mich fragen, ist das seltsam. Schwachsinn, sagt der Bauer. Die Fischbestände sind schon vorher zurückgegangen und wahrscheinlich ist das einfach Effekt, ein Effekt, der jetzt immer sich weiter ausdehnt, sodass die Fische jetzt natürlich immer weniger werden, umso mehr gefangen wird. Wissen wir zufällig von anderen Gegenden, wo vielleicht Ähnliches ist mit dem Fischbestand? Also, wüsstest du jetzt nicht, ne? Du hast dich ja Liebe mit so einer Thematik Freunde, wahrscheinlich auch noch nicht auseinandergesetzt. wenn überhaupt der Mann noch die Gewässer würden sich erwärmen oder so im Schwachsinn, würde ich nicht drauf gehen. Nein. Aber es ist schon seltsam, wie sehr sich das alles häuft jetzt so in diesem letzten halben Jahr, seit diese Villa wieder bewohnt ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal zu Mr. Ashcroft gehen und schauen, was er zu sagen hat, wenn er denn überhaupt so heißt. Heißt er überhaupt so, Knuckles? Ja, das ist Mr. Ashcroft, ja, er heißt so, Victor, glaube ich, Victor Ashcroft, meine ich mal gehört zu haben. Lustiger Name. Weiß man, Finden Sie, womit er sich warum? sein. Victor finde ich jetzt relativ witzig, ehrlich gesagt. Aber ungefährlich. Fritz ist witzig, oder Sacknase, aber Victor? Victor ist auch witzig. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Oh. Auch nie älter als 15 geworden, ne? Ja, manchmal kommt das Biest raus, was soll's. Das muss dann auch. Man kann nicht immer 15 sein, Liebling, das kann man Ich nicht. drehe mit Möwe eine Runde übers Parkett. Ja, geil, du dancest da. Was macht die Michaela da? Machst du da, Michaela? Musst du mal stehen, oder was? Nee, ich habe meinen Socken verloren. Das wolltest du jetzt Oh, ich wissen, muss oder? eine Stabi-Probe machen. Hättest du mal nicht gefragt, oder? Du wolltest eine ehrliche Antwort. Bitte Ja, sehr. stimmt, hast du recht. Hast du deine Socke jetzt wieder gefunden? Ja.
Achso, dein schön. Dobby ist wieder frei. Ja. Natürlich ist Dobby frei. Ich würde doch nie einen Hauself haben. Halleluja. Ja, sehr nice. Gut, was wollt ihr noch machen? Habt ihr noch irgendwas, was ihr mit dem besprechen wollt? Sagen Sie, kennt jemand von Ihnen Anna? Hat er sie persönlich gesehen? Ja, sie war hier, Miss. Sie war hier, sagt die Oma. Sie kam hier an, ähnlich wie Sie, vom Schiff und ist hier eingekehrt. Hat hier übernachtet, sich gestärkt und am nächsten Tag hat Mr. Sullivan sie dann hochgebracht. Aber seither war sie nicht mehr hier, glaube ich. Ach so. Ah, ich freue mich sehr darauf, Sie morgen zu sehen. Das ist ja, gut. Ja, ich mich auch. Wer ist eigentlich der Ire da hinter euch? Der Ire hinter uns? Ja, der mit der Mütze. Ach, das ist Red O'Donnell. Habe ich richtig gesagt? Was? Ist er auch Fischer? Naja, er ist auch Fischer, ja. Hey, Mr. O'Donnell, mögen Sie mit uns an den Tisch kommen? Oh ja, das kann ich gerne tun. Howie, bist du das? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was kann ich für Sie tun? Wir wollten nun auch Ihre Meinung finden. Was halten Sie von dem Ashcroft-Fluch? Der Ashcroft-Fluch, was soll ich davon halten? Es ist schlimm, dass, was da passiert ist. Was ist da dort passiert? Ja, nun, sie sind alle gestorben. Man hat sie alle nie wiedergefunden. Wie lange ist das jetzt her? Das ist, ich weiß es gar nicht so genau, das muss vor 100 oder 200 Jahren gewesen sein. Müssen Sie vielleicht mal in der Bücherei nachgucken. Da finden Sie bestimmt Aufzeichnungen dazu in der Chronik der Stadt oder so. Da hat sich bestimmt jemand eine Heidenarbeit gemacht, um eine Chronik zu schreiben. Das werde ich Ihnen das jetzt mit Sicherheit nicht so sagen. Das können Sie dann alles dann nachlesen. Ja, aber können Sie denn auch sagen, was der neue Mr. Victor Ashcroft vielleicht damit zu tun hat, dass dieser Fluch jetzt hier über die Stadt kommt? Nun wissen Sie, so ein Fluch, der hängt ja an der ganzen Familie. Und wenn die Familie weg ist, dann erlischt dieser Fluch. Und wenn dann jemand wiederkommt, dann ist es so, als wenn das Licht angeschaltet wird. Und dann ist der Fluch bomb wieder da. Also gab es diese Krankheit schon einmal? Das werden wir in der Chronik herausfinden. Das weiß ich nicht. Vermutlich steht das in der Chronik, ja, das denke ich auch. Wenn die Bewohner des Dorfes oder der Stadt hier denken, dass das alles von dem Victor kommt, warum haben wir sie den noch nicht rausgejagt? Das ist ja Amerika. Wir sind hier nicht im Wilden Westen, mein Freund. Da kannst du nicht jeden einfach rausschmeißen, weil du sagst, ey, du guckst schief, du bist ein Hexe, du hast einen Fluch, hau ab. Naja, aber er müsste... Ich verbrenne dich. Diese Zeiten sind vorbei, wo du einfach jemanden verbrennen kannst, weil er rote Haare hat. Und er hat ja selber rote Haare. Aber nun, aber die Zeiten, in denen man jemanden mit einer Mistgabel verscheucht hat, die werden vermutlich nie enden. So ist es. Und kommt er denn auch mal ins Dorf hier runter, um sich irgendwie anzudecken, oder? Ab und an ist er da. Und holt sich Vorräte und sowas natürlich, aber nicht oft. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, einmal auf diesem Anwesen vorstellig zu werden. Ja. Emilia, ich denke, wir sollten morgen früh zeitig die Bibliothek aufsuchen und uns mit diesen Chroniken beschäftigen. Und auch vielleicht dieses Artefakt begutachten, wenn es doch in der Bibliothek ausgestellt ist. Ich würde gern morgen ins Krankenhaus gehen und mal nachgucken, was denn da so passiert ist und mal die gucken, ob ich da was rausbekomme. Wie Sie wissen, bin ich auch nicht sonderlich interessiert an Bibliotheken. Ich würde dann Orbit begleiten. Dann treffen wir uns hier zur Mittagsstunde wieder. Wenn Mr. Sullivan bereit ist zu fahren, würde ich sagen. Vielleicht ist er ja vorher schon bereit. Ich habe mit ihm vereinbart, dass wir ihm nach dem Frühstück beim Abwasch helfen und wenn wir früher fertig sind, bringt er uns zum Cottage.
Das klingt Dann so, als können wir ja würde. schon etwas früher zum Krankenhaus gehen, wir uns sie beim Abwasch helfen und dann treffen wir uns zur gegebenen Zeit wieder. Oder wir besuchen zuerst Enna und gehen danach in die Bibliothek. Dann haben Vielleicht wir hat sie da auch vielleicht noch noch mehr. zusätzliche Informationen für uns. Wie lange hat denn die Ja. Bibliothek auf, Knuckles? Ist das hier irgendwie so eine Sache, die nur vormittags auf hat, oder? Ich bin da relativ selten. Da müsst ihr gucken gehen. Keine Ahnung. Aber normalerweise über Tag hat sie eigentlich auf. Ich kann ja noch nicht mal lesen. Gibt es denn da einen Bibliothekar? Nein, da gibt es eine Bibliothekarin. Die heißt Miss Rigby. Nun, wir werden sie sicher kennenlernen. Ganz bestimmt. Vermutlich, wenn ihr in die Bibliothek wollt, werdet ihr sie mit Sicherheit kennenlernen, ja. Schon sehr gut. Das Gut, klingt doch aber nach einem dann, Plan. meine Herren, ich denke, für mich wird es Zeit, mich dann aufs Zimmer zurückzuziehen. Irgendwie dieses nasse Wetter und die Überfahrt steckt mir doch ein bisschen in den Knochen und ich wäre für morgen dann eigentlich gerne, ja, ausgeschlafen. Sprechen mir aus der Seele. Ich würde mich mit Ihnen zurückziehen. Nach die Damen. Ich würde mit da noch mit am Tisch Mittag, bleiben. ne? Allen bleiben, ja, wir müssen noch. Meine Damen und Herren, sagen Sie, diese Sache, dass hier in Amerika die Prohibition gilt, scheint ja hier nicht gänzlich durchgesetzt zu werden, auch nicht durch die Staatskraft. Ja, man muss ja auch nicht jeden Scheiß mitmachen, oder? Das ist richtig. Das ist sehr sympathisch. Man muss ja einfach nicht jeden Scheiß mitmachen. Dann Prost! noch eine Runde, würde ich sagen. Alles Prost. klar. Und die nächste Runde kommt. Ist unser Schlummertrunk. Ja, und ihr genießt das richtig. Endlich mal wieder einen nehmen und richtig gut drauf sein und Spaß haben. Und so gönnt ihr euch auch ein, denke ich mal, bis das so lustig wird, ne? Wir philosophieren darüber, dass das ja Genau. auch nur hilfreich sein kann, wenn Genau. man hochprozentigen Alkohol trinkt. Irgendwann trinkt ihr mit der Möwe einer Bruderschaft. Und mit Mr. Knuckles auch. Und legt euch dann irgendwann voll wie die Haubitzen in euer Bett und schlaft gut ein. Lange ist nichts, keine Bodyshots werden, ist alles in Ordnung. Den Bodyshots. Aus dem Bauchnabel lutschen oder was? Na, so fast, ja. Das musst du jetzt googeln. Wie ein alter Mann, musst du mir erklären. Oder aus dem Ja. Mund oder was? Also es gibt halt, man kann die wirklich aus dem Bauchnabel trinken, aber meist macht man dann irgendwie noch so ein kleines Gläschen, was man dann halt noch vom Körper abnimmt. Meist gehalten zwischen zwei. Extremitäten. Machst ja Sachen, Das. ey. Weißt du, ich sag ja wenigstens immer, habe ich gehört danach. Ja, hast Ne? Aufgedeckt. Ja. Na, ich So wie hatte heute, Spaß. so wie heute, als meine Kunden also so nah aneinander standen und ich gesagt habe, ey, stellt euch mal ein bisschen weiter auseinander, wir sind hier nicht im Swingerclub. Ja, also habe ich gehört, dass er da so ist. So war ich das immer. Ne? Das so ein bisschen. Ja, gut, aber ja. Dann jetzt, die Bilder kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Dankeschön, Lukas, dafür auf jeden Fall. Du hast gefragt, ich Ja, wollte ich es weiß, ich weiß, ich weiß. erklären. So, Wir haben ja auch gut. gesagt, keine Bodyshots. Das Ja. ist ja auch entscheidend dabei. Gut. Und so würde dann die Nacht irgendwann anbrechen und der nächste Tag würde beginnen. Ich würde fast sagen, dass wir an dieser Stelle cutten, weil es sich ja ganz gut anbieten. Ne? Vielleicht können wir nochmal schon so ein bisschen zusammenfassen, was ihr jetzt überhaupt am nächsten Tag vorhabt. Ihr habt mir jetzt hier wirre Sachen erzählt. Ihr wollt auf der einen Seite euch hochbringen lassen zur Anna Leighton. Dann wollt ihr aber anscheinend wieder sofort zurücklaufen in die Stadt, um da in die Bibliothek zu gehen und. Don't understand this oder don't understood Ich this. Ich habe keine Ahnung, ich kenne keine weiß nicht, Grammatik. wie weit das denn alles auseinander ist. Also wahrscheinlich morgens dann erstmal zu einer Leighton fahren. Nein, wir wollten ja erst ins Krankenhaus, wir Männer.
Ich glaube, wir Während die müssen Damen mit Caliban spülen. nur mal sprechen, dass wir zuerst jetzt ihm helfen abzuspülen, damit er uns überhaupt hochbringt. Und er hat gesagt, wie es in seinen Tagesablauf reinpasst. Vielleicht geht sich's dann ja tatsächlich noch aus, dass man sagt, wir machen nur einen Abstecher in die Bibliothek und die Herren gehen ins Hospital und danach bringt er uns zur Enna. Und dass er uns zur Enna bringt, die Bezahlung ist, dass wir ihm helfen, beim Frühstück abzuwaschen. Habt ihr gar kein Buch, in das ihr reinschreiben könnt? Nee, noch Nein, nicht. noch nicht. Warte, ich mache euch mal. Sagt doch was. Wollte nicht So, unterbrechen. Notizen. Notizen. So, gebe ich euch mal frei. Alle Spieler, Besitzer, bitteschön. Da könnt ihr reinballern, bis der Arzt kommt. Könnt ihr da neue Seiten einfügen? Ja. Ha? Ja. Gut, dann könnt ihr das da rein kopieren, genau. Ja, gut. Spam detected, wurden wir gespammt? Hat der sofort rausgelöscht hier, mega. Gar nicht gesehen jetzt. Bub, 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 bub. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Dann gucken wir nächste Woche, wie wir weitermachen. Und dann hoffe ich, hattet ihr einen guten Einstieg in Darkwater Cove. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter, ihr Lieben. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Danke an euch fürs Einschalten. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwo raiden können.